Und hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Ja, hi. Ja, sorry nochmal wegen letzte Woche schon mal vorweg, weil da konnte ich nicht, weil da war ich krank. Da ging es mir nicht so gut, deswegen ist da leider auch der Stream und Nilsport zum Sonntag ausgefallen. Aber hey, heute wieder dafür für euch ein wunderschönes Format. Nilsport zum Sonntag. Ja, dann fangen wir gleich mal direkt mit der ersten Kategorie an und schauen uns mal an die guten Kommentare, die wir bekommen haben. Babadabu, weil es gab ja aktuell nicht viel. Aber das zweite Kochvideo kam raus. Und dann habe ich noch einen wunderschönen lieben Kommentar von dem guten Detektiv Mystik bekommen. Er hat nämlich geschrieben, bei manchen Zwiebeln geht der Trick, wenn du den Stängel nicht abschneidest, sondern erst schälst und dann schneidest und erst ganz am Ende den Stängel entfernst. Kommen bei mir zumindest keine Zwiebelwolken, Zwiebelwolken in die Augen und heule nicht. Ah, guck mal, noch ein guter Trick, wie man Zwiebeln schneiden kann. Also lasst es euch hinter die Ohren schreiben. Detektiv Mystik hat anscheinend auch schon so seine Erfahrung gemacht mit Zwiebelschneiden. Ich ja auch, also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Wir sehen nichts. Tränen in die Augen schon. Ja, eine kurze Nahaufnahme. Ihr dürft gespannt sein, nächste Woche gibt's noch, letzte Woche kam ja das Video, das heißt, nächste Woche kommt erstmal das letzte produzierte Kochvideo. Wir haben 3 insgesamt produziert aktuell. Und nächste Woche dürft ihr nochmal gespannt sein, da haben wir nochmal ein bisschen was vorbereitet. Und das Gericht, was wir da gemacht haben, ist deutlich besser als das, was ich im letzten Kochvideo gemacht habe. Das dürft ihr mich auch gerne nachmachen, ist auch nicht so schwer und auch nicht so kompliziert und schmeckt mega gut. Ihr findet, wenn ihr die Sachen selber nachkochen wollt, immer unter der Videobeschreibung müsst ihr gucken bei den jeweiligen Kochvideo und da steht ein Rezept und so, dann könnt ihr es ganz easy nachmachen. Also hey! Ja, was habe ich denn ein bisschen zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Wie gesagt, wir haben aktuell ein paar Problemchen mit Schnibbeln und so. Also unsere Cutter sind aktuell ein bisschen nicht zu erreichen. By the way, haben ein bisschen eigenen Stuff, die sie erstmal regeln müssen. Deswegen gab es auch letzte Woche oder im Endeffekt diese Woche kein Zombie Army 4 Part hochgeladen. Zwar sind die noch, haben wir noch welche im Pedo, aber die wurden im Endeffekt noch nicht richtig oder vollständig geschnitten. Sorry dafür. Dafür aber, jeden Freitag habe ich ja meinen Stream. Also vor 2 Tagen hatte ich wieder am Freitag gestreamt. Da wollte ich eigentlich Co-op-Daddeln mit einem Kollegen machen, der Geburtstag hatte, aber der dann noch eine spontane Überraschungsparty gehabt. Grüße gehen raus, by the way. Dann musste ich mich wieder selber beschäftigen bei Mission Sad Life, weil ich wollte eigentlich mit jemandem zusammen zocken. Naja, kurzfristig habe ich niemanden gefunden, wirklich. Aber ist ja nicht so schlimm. Genau, ich habe jetzt vor, beim Streamen vielleicht, oder eigentlich habe ich vor, noch einen zweiten festen Termin mit einzubauen, dass ich 2-mal die Woche streame. Da würden zum Beispiel irgendwelche Sachen, also aktuell habe ich noch Horrorprojekte, noch 1 offen oder 2. Einmal The Evil Inn 1, das habe ich aber fast durch. Denn Visage, das sind die beiden Horrorspiele, die ihr habt. Es sollen noch zukünftig noch mehr werden. Ich weiß noch nicht welche. Aber lassen wir uns gerne überraschen. Und Nier Replicant. Hatte ich gestern The Monster Hunter World gezockt, mega nice, und damn, bin ich wack geworden. Ich finde komplette Steuerung gar nicht mehr so klar, weil es hat sich alles durch das DLC Iceborne total verändert. Aber hey, es bockt immer noch wie Sau und Meister Rank ist einfach so crank. Man kriegt einfach so krass aufs Maul. Also falls ihr mal Bock habt, Monster Hunter mit mir zu zocken, ey, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns auch private oder was weiß ich. Auf Instagram, Discord. Apropos Discord, ich muss noch gucken, dass ich den Link noch in die Beschreibung habe. Wir haben einen Discord-Server. Da könnt ihr auch gerne beitreten, wenn ihr wollt. Ich muss noch gucken, dass ich den Link noch mal vorbereite. Yay. Ja, was habe ich dann zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ich bin jetzt wieder nicht in der Berufsschule. Ich habe ganz viel am Arbeiten. Ich war jetzt auf Montage von Montag bis Donnerstag. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann nicht viel gemacht. Leider. Ja, gestern war ich den größten Teil bei meiner Freundin. Habe da ein bisschen aufgeräumt, während sie arbeiten war und so ein Kram. Dann war ich nochmal kurz zu Hause und habe für den Stream dann halt Sachen vorbereitet. Ja, und das war eigentlich schon so groß und ganz meine knappe kleine Woche im Endeffekt. War nicht viel, aber was soll ich machen? Es ist halt so. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, jetzt ist es ja bald soweit. Ich habe schon mein Wahlzettel bekommen. Es geht für mich geht es am 26.09. los. Da darf ich wählen gehen. Jetzt ist ja halt jetzt soweit, dass eigentlich die Wahlen wieder stattfinden.
Und aktuell ist ja überall drunter und drunter, wo ich gucke, zum Beispiel auch von Rezo, falls ihr das Video noch nicht angeschaut habt, Zerstörung Teil 1 oder sowas, nennt sich das. Mega interessant, auf jeden Fall. Auch immer gut zu wissen und auch, ich finde es gut, dass Rezo Sachen anspricht, die mal schnell untergegangen sind. Zum Beispiel auch so wie Artikel 13, Klammern 17. Ihr wisst ja alles, was da vor ein paar Jahren los war. Und das frischt er halt jetzt wieder ein bisschen auf. Er hat nämlich auch alles schön verlinkt. Also wenn ihr mal Bock habt, schaut es euch gerne an. Sehr interessant. Und ja, ich würde jetzt kommen, ich glaube jetzt bald am Anfang September wird, glaube ich, der Valomat wieder freigeschaltet. Ja, ich glaube, den kennt doch jeder. Den werde ich erstmal wieder anhauen, werde mir die ersten 5 Parteien oder so, wie viele die da angezeigt werden, an meinen Resultaten, die ich da angegeben habe, werde ich schauen. Werde mir dann ihre Wahlprogramme durchlesen und entsprechend gehe ich dann wählen. Also, bitte, meine Damen und Herren, gehen Sie wählen in den kommenden Monat. Ist wichtig für alle und für unsere Zukunft. Sonst ist es genauso, was das zum Beispiel Artikel 13, Klammern 17, in Kraft tritt. Das ist wack. Das ist nicht so geil. Ich bin am Überlegen, ob ich ein bisschen Anime-Content mit auf unserem Kanal klatsche. Für unsere guten Otaku-Friends, die da überall draußen verbreitet sind. Und dachte mir vielleicht, so habe ich mal ein Format draus, in dem ich hier meine aktuellen Anime-Serien vielleicht vorschlage oder. Da bin ich noch am Überlegen. Mal gucken. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ich mal so ein Video machen soll oder nicht. Probieren geht vor Studieren, sage ich da immer. Genau, da kommt bald auch wieder was von den guten Ricardo, aka Cold BC, und den guten Alex, aka Mr. G. Da habe ich gehört, oder habe ein bisschen gelauscht, dass die beiden zusammen etwas planen. Also seid gespannt, was da so kommt. Ich weiß es nicht so genau, aber die wollten irgendwas machen. Und dann natürlich unser Kooperationsprojekt mit Orders of Irony geht ja natürlich auch voran. Na, was habe ich denn noch? Eigentlich nicht viel. Ich glaube, ich habe auch meine guten 10 Minuten schon erreicht. Ja, wie gesagt, heute ein etwas entspannteres Nies vor zum Sonntag. Es muss ja nicht auch immer crazy und dumm sein. Wobei dumm immer, aber nicht ganz so crazy. ja, wie gesagt, nächste Woche auf jeden Fall wieder ein neues Nies vor zum Sonntag. Da habe ich definitiv mehr zu erzählen, weil da bin ich nicht auf Montage. Das heißt, ich werde ein bisschen mehr Sachen endlich mal zu Hause machen können. Auch mal wieder ein bisschen mehr am Rechner machen können. Wenn ich Pech habe, muss ich meinen ganzen Rechner neu machen, weil er ein bisschen rumspackt aktuell. Der macht mir immer Probleme beim Stream, der Penner. Und einmal Streamlabs OBS neu installieren, also deinstallieren, neu installieren, hat auch nicht das Problem gelöst. Oder die Probleme, die ich da aktuell habe. 2 Sachen, die sind sehr ätzend, die nerven ganz schön doll. Aber naja, so ist das halt mit Technik, ne? Didim. Naja, ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn es wieder heißt, dieses Wort zum Sonntag. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren, was ihr aktuell von den aktuellen Werbung unserer Politiker haltet. Das würde mich brennend interessieren, weil ich finde aktuell so, manchmal siehst du halt Plakate. Also ich bin letztens an der Straße lang gefahren, da waren 4 Plakate. 4 oder 5 Plakate waren das. Wo 5-mal das Gleiche drauf war. Exakt das Gleiche. Und das von einem Abstand von 50 Metern. Also Aufmerksamkeit schön und gut, ne? Aber hey, hätte man dann nicht einfach noch andere Parteien da reinklatschen können oder muss man sich da direkt die ganze Street reservieren, damit man definitiv für seine Partei Werbung macht und dann halt die Umwelt ein bisschen verpestet mit dem ganzen Kram. Der ganze Kram muss ja auch gedruckt werden und. Das ist ja ganz viel Gedöns, was da ja benötigt wird, um halt so ein Plakat herzustellen. Weiß ich nicht. Und aktuell auch das, was man in den Medien hört und wie die alle wieder anfangen zu schleimen und. Oh, ich hasse sowas so sehr. Deswegen bin ich echt gespannt, was bei Valomat rauskommt. Naja, ich bleib gespannt. Bis dahin. Euer Nils aus eurem Quantum Game Nights Team. Bis dahin. Tschüss. Ach ja, schönen Sonntag noch. Tschüss.